Heute geht's in Speedrandale taktisch turbulent zu mit Command & Conquer Red Alert. Ist es zwei? Zwei. Zwei! Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Sehr praktisch mit den Stühlen, dass wir unseren Rücken endlich nicht so strecken müssen. Wieder, alles nie wieder. Aber ich befürchte, dass wir dann durch wenig Training dann Schmerzen oder so irgendwann bekommen. Ne? Ja. Das war immer so praktisch bei jeder Aufzeichnung. Ein kleines bisschen Gymnastik für uns. Ja, das hat sich für die Leute wahrscheinlich eher angehört wie Qualen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, ja, bauen wir das Studio so um, dass sie sich nicht mehr bewegen müssen. Genau, Hauptsache irgendwann für später wird schon mal dann gedacht, ne? Ja, genau. Weil einfach nur eben, die Kameras werden im Oben montiert, damit wir im Liegen moderieren können. Aber dafür können wir jetzt jedenfalls unser Hirn ordentlich dann wieder in Fahrt bringen. Mhm. Denn das darf ich sein. Natürlich haben wir wieder Simon und Sir hier auch am Start. Und wir alle kennen die Vorlage. Mal besser, mal weniger gut. Zumindest ist es schon relativ lange her, dass ich es gespielt habe. Aber zum Glück, unser Gast hat es sehr präsent. Wen dürfen wir wieder begrüßen? Da ist er. Hallo. Sei gegrüßt. Danke. Schön, dass du wieder da bist und schön, dass du wieder Command & Conquer mitgebracht hast, ne? Muss man fast sagen. Ich glaube, das ist im Cutscene-Modus, ne? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ne? Aber hey, Command & Conquer gedacht. Du hattest, glaube ich, hier auch schon, was war das, Tiberian Sun oder so gezeigt? Genau. Ne? Und jetzt bist du zu Red Alert 2 angekommen. Ja, richtig. Also, ich habe immer noch vor, in Tiberian Sun irgendwann mal die GDI-Kampagne zu lernen und auch jetzt in Alarmstufe Rot 2 noch die Allianz zu lernen. Hatte jetzt noch nicht die Zeit dafür, aber habe mich jetzt für die Sowjet-Kampagne entschieden, weil die habe ich jetzt vor kurzem mit ein paar Leuten komplett neu geroutet. Mhm. Lag einfach daran, dass es auch ein witziger Zufall war. Ich bin in den Discord-Raum von den Alarmstufe Rot 2 Speedrunner reingegangen, habe dann halt gesehen, dass die gesagt haben, hey, wir haben einen Build-Anywhere-Glitch. Und ich dachte mir so, was, ihr habt das und ihr macht das nicht? Und dann hieß es so, nee, wir haben das nie ausprobiert, wir haben uns nie das angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ey, Leute, das kann nicht sein, ich guck mir das an. Das kann nicht sein. Dieses Spiel muss gebrochen werden. Ja, und dann ist es dazu entstanden, dass ich versucht habe, erstmal die richtige Version vom Spiel zu holen. Das war ein ziemlicher Backen, weil die Online-Versionen sind alle auf der neuesten Version und dort haben die das schon rausgepatcht, also die wussten von dem Glitch. In der allerersten Version von Alarmstufe Rot 2 hingegen gibt es den Glitch noch. Das heißt, wir können den da weiter ausnutzen. Alright. Also haben wir mit einem Kumpel uns das angeguckt. Wir haben extra noch unsere alten CDs rausgeholt, haben die auf einer virtuellen Maschine installiert. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, ich hau jetzt einen Downpatcher selber. Er ist auch ein Programmierer, hat dann irgendwie 10 Stunden verbracht, hat einen Downpatcher gebracht und hat gesagt, hier Community, jetzt könnt ihr das Spiel auf der ersten Version spielen und dann könnt ihr diesen Glitch nutzen. Und seitdem... Guter Mann. Ja, richtig guter Mann. Ja. Haben dann angefangen, das zu routen. Und dann sind die anderen Runner auch darauf aufmerksam geworden, meinten so, was? Das ist ja voll kaputt dann auf einmal. Und auf einmal haben wir das Spiel noch mal kaputt gemacht. Sehr gut. Da hört man aber mal, das sieht man vielleicht nicht nur, wenn man den Run direkt sieht, nicht nur das eigentliche Trainieren und so weiter, da steckt ja auch noch mal extra Arbeit da drin. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Müsst ihr denn was nochmal speziell zu dem Run jetzt hier sagen? Weil ich denke mal, natürlich wäre schön, die Cutscenes anzuschauen, aber das ist kein wirklicher Speedrun. Ja. Ne? Aber man wird ja auch nochmal gut genug was von den Charakteren mitbekommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wer den Tiberium Sun Run gesehen hat, der weiß, dass es einen ähnlichen Trick gibt. Also, es gibt auch hier den Build Anywhere Glitch, der wird anders ausgeführt. Fun Fact: Als ich dazu kam und wir dann den Build Anywhere Glitch gebaut haben, nachdem die Runner das erzählt haben, haben wir alle die gleiche Methode genutzt wie in Tiberium Sun, dass wir quasi raustappen und wieder reintappen, um das Gebäude zu platzieren. Mhm. Und auf einmal ist in meinem Stream irgendein professioneller Gamer von Alarmstufe Rot 2 dazugekommen und meinte, ach hey, den Trick kenne ich, aber ich habe den vor 5 Jahren anders gemacht. Und auf einmal gab es von, es gab diesen Build Anywhere Glitch nicht, zu, es gibt 2 Methoden, wie wir den nutzen können. Ja, nice. Also, es war richtig, richtig cool. Auf jeden Fall haben wir das dann halt gemacht und ein paar Missionen sind sogar langsamer mit dem Build Anywhere Glitch. Das heißt, die aktuelle Route hat so einen Misch von beiden, aber ist halt trotzdem schneller. Mhm. Okay. Okay, ja, wenn du willst, kannst du gerne starten. Ja, und ich glaube, da wird es noch Gelegenheit genug geben, sich über das Gesehene auszutauschen. Genau, denke ich auch. Alles klar. Klicke ich mal drauf. Da haben wir die erste Cutscene. Und dann geht es. Komm. Los, okay. Alright. So. Ja, mit der besten Musik in allen Command & Conquers, meiner Meinung nach. Reinforcements have arrived.
Ja, auf jeden Fall, die ersten Missionen sind so Tutorial-mäßig, so Cutscene-mäßig aufgebaut. Da können wir es nicht wie in Tiberium Sun ausnutzen, dass wir während der Cutscene uns bewegen. Also es macht auch keinen großen Unterschied. Das heißt, wir warten jetzt ein bisschen, aber dann geht auch das Glitch-Festing schon direkt los. Alright. Warum eigentlich jetzt der zweite? Also warum hast du nicht chronologisch angefangen oder liegt es an dem Glitch? Es liegt an dem Glitch. Wie gesagt, ich habe halt zufällig den Speedrunnern zugehört, habe dann gesehen, oh hey, es gibt diesen Trick hier auch und dachte mir so, hey, es hat keiner einen Run damit gemacht, okay, und keiner hat eine Route davor gemacht. Deshalb dachte ich mir so, hey, ich probiere es mal aus. Nice. So, hier haben wir den ersten Build Anywhere Glitch. So, was ich da mache, der ist, wie gesagt, es gibt zwei Methoden, seitdem wir das wissen. Die eine war halt, wo wir einfach Alt haben, das können wir immer noch machen. Und die andere Methode ist, ich drücke quasi auf mein Gebäude, klicke dann hier oben auf den Reiter mit Linksklick, halte gedrückt, gehe dann dort, wo ich den platzieren will, drücke Rechtsklick, lasse Linksklick los und kann überall bauen. Also, das ist einfach. Ja, das sind ja wie so Mausgesten, ne? Ja. Kann man das versehen ab und zu mal machen. Ja. Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist die eine Methode. Und die andere ist halt immer noch, dass man einfach raus und reintappt ins Spiel. Und ja, erste Mission geschafft. Wir haben das Pentagon zerstört. Super. Okay. So, und dann geht's direkt weiter. So schnell kann's gehen. Ja, in dieser Mission zum Beispiel bringt uns der Build Anywhere Glitch nichts, denn es ist immer noch schneller, die alte Route zu nehmen. Und das ist quasi einen unserer Panzer in die gegnerische Basis zu schicken, dort das Hauptgebäude zu zerstören. Und dann greift der Gegner uns automatisch an und verkauft alles. Also auch wieder so ein schönes Command & Conquer-Ding. So, ich habe mein Hauptgebäude verloren, ich verkaufe alles und zerstöre nur noch den Gegner. So, auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Hier gibt es ein paar Upgrades, die wir uns holen wollen mit unseren Tanks. Das ist wichtig für gleich. Und währenddessen nutzen wir die Conscripts, um quasi ein paar Sachen zu zerstören. So, okay. Jetzt versuche ich halt ganz nah. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Ich versuche alle meine Panzer gleichzeitig abzugraden. Das ist sehr wichtig. Es kann mal besser, mal schlechter funktionieren. Würdest du sagen. Aber, oh, erzähl weiter bitte. Nein, nein, alles gut. Würdest du sagen, es ist Speedrun, den viele machen können? Also ist es was für Anfänger oder so? Weil durch diesen Glitch und so habe ich dann manchmal das Gefühl, okay, das könnte man vielleicht lernen, ohne dass man jetzt extrem schnell oder gelenkig sein muss oder in irgendeiner Form. Ja, gut. Also ich würde sagen, nicht nur Command & Conquer in diesem Teil, sondern auch die anderen Teile, würde ich auch sagen, sind recht leicht und schnell zu lernen. Also die Strategien sind recht einfach. Man weiß halt, okay, ich muss jetzt einfach überall meine Gebäude platzieren. Wenn man das weiß, hat man schon die Hälfte der Miete quasi eingefahren und muss nur noch herausfinden, wie die ganzen Strategien richtig funktionieren. Wie lange hast du denn gesessen, bis du das, sag ich mal, abspulen konntest, so wie jetzt? Also, ich habe den Run auch so ungefähr vor 3 Wochen gelernt. Also, es ist noch nicht so lange her. Und auch noch selber geroutet, oder? Mhm. Ja, und noch selber geroutet. Ja. Also, ich habe. Krass. Das war ganz interessant. Ich hatte irgendwie einen Sonntag, wo meine Mutter sich um meine Tochter gekümmert hat. Und hatte dann endlich halt Zeit mal. andere mal Eltern Zeit, wollen schlafen. Danke, oder? Ja, und hatte dann mal Zeit, ein neues Spiel auszupacken und habe dann halt von diesem Glitch gehört und dachte mir so, hey, kannst ja mal das angucken und routen. Also ich habe dann die Nächte davor, als meine Tochter geschlafen hat, mir das dann installiert und habe versucht, das irgendwie auf der Windows 7 Maschine ohne Probleme laufen zu lassen. Okay, da haben wir auch die Mission jetzt geschafft. Nice. Haben das Ganze dann auch hingekriegt und habe dann gedacht so, oh, hey, jetzt habe ich mal Zeit, das Ganze zu routen und zu gucken, wo man schneller, wo man langsamer ist. Hast du manchmal auch, also musst du dich manchmal überwinden, dass du mit einem neuen Speedrun anfängst? Hast du da so ein Gefühl von, oh nee, ist zwar geil, aber jetzt wieder irgendwie wochenlang mich in was reinarbeiten? Oder ist es für dich halt einfach von Anfang an toll? Ich find's immer toll. Also ich habe da auch meine Freude dran, vor allem wenn mir das Spiel quasi von Anfang an gefallen würde. Aber manchmal habe ich auch so, wo ich dann denke so, oh nee, ich muss jetzt noch den anderen Run lernen oder ich will noch den Run verbessern. Und dann ist es dann eher so eine Frage so, okay, was habe ich jetzt mehr Zeit oder mehr Lust, da meine Zeit rein zu investieren? Ich frage mich eh, wie du das, du musst wie bei Harry Potter, musst du so ein Zeit-Doppelding haben oder so, wie Hermine oder so. Weil ich meine, nicht nur, ne, du bist sportlich aktiv, du machst eh super viel, du hast ein Kind gerade. Und dann kamst du ja auch noch mit, glaube ich, 3 Speedruns oder mehr an. Also du machst die ja auch noch parallel.
Ich finde es bei dir immer am faszinierendsten, weil du kommst immer mit mehreren. Du hast noch nie, glaube ich, nur eine Sache abgegeben. Die nächste Stufe ist, dass er alle drei gleichzeitig performt. Genau, ne? Das ist ein guter Punkt. Auf drei verschiedenen PCs. Ja, ich meine, es wäre ja möglich, theoretisch, wenn du zwei PCs hättest, könntest du wahrscheinlich drei verschiedene Speedrun-Shows. Finde ich gut. Wenn du es irgendwann mal machen willst, falls du einen Rechner dafür brauchst, schicken wir dir irgendeinen Alten. Alles klar. Muss ja nur Red Alert oder was drauf laufen. Ne? So, was ich jetzt hier gesehen habe, ist, du hast irgendwo eine Proxy-Gebäude gebaut und dann seine Gebäude eingenommen, oder? Genau, also missionstechnisch geht es halt darum, dass wir hier das Forschungszentrum einnehmen. Mhm. Interessante Strategie. Selbst in der alten, also bevor wir den Build Anywhere Glitch genutzt haben, haben wir einfach unseren MVC genommen und sind hier hochgefahren, haben direkt ein Gebäude, also das hier einfach platziert. Also das ist zum Beispiel einer der Vorteile, wenn wir 8% run, was dann einfach viel, viel schneller ist und wo man nicht wirklich was verliert. Mhm. Also wo man dann auch Zeit gewinnt, wo es dann auch Sinn macht, das zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt eine Map, da werde ich den Build Anywhere Glitch nutzen, weil da ist die Strategie nicht einfacher, aber sie ist halt hundertprozentig garantiert, dass wir die Map dann schaffen. Und wenn ich die alte Strategie nutze, ist das sehr riskant und das möchte ich halt nicht verbocken. Ja, wie gesagt, hier haben wir auch unsere Juris, die übernehmen auch unsere ganzen Tanks und alles. Will ich auch behalten. Jetzt musst du nur noch warten, oder? Genau. Also wir sehen hier unten einen Timer. Es geht halt darum, dass wir warten, bis das Gebäude quasi fertig ist mit der Mission. Und währenddessen ruhen wir uns einfach aus. Also es gibt nicht wirklich was zu tun. Okay. Ja, hier passiert auch nicht so viel. Wie gesagt, wir haben die beiden World Trade Centers eingenommen. Das sind jetzt unsere Conscripts und die schießen auf alles. Das heißt, wir sind eigentlich recht gut abgesichert. Das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, ist jetzt nur noch die Luftabwehr. Aber da haben wir eigentlich genug Truppen. Das heißt, jetzt ist es einfach nur abwarten und Tee trinken. Ja. Das ist so ein Beispiel für den Spiel von wegen so Aged Like Milk. Ne? Nicht nur das World Trade Center, sondern es geht um den russischen Krieg. Mhm. Hätten sie nicht dran denken können Mitte der 90er, ne? Ja, muss man natürlich jetzt alles mal ausblenden, aber es sieht halt auch nicht echt aus. Ne? Nee. Das ist, glaube ich, das Gute daran. Es ist am Ende. Gut, das haben sie nicht vorausgesehen, dass hier die mit den Cyberimplantaten ankommen. Ich meine, die Geschichte von Alarmstufe Rot 2 ist sowieso total verrückt. Einstein geht zurück in die Zeit, um Hitler Hallo zu sagen, und er stirbt. Und dann werden auf einmal die Sowjets geboren. Also hat irgendwann die Story von Command & Conquer Sinn gemacht? Ich weiß nicht. Also ich denke nicht. Nee, aber ich fand das immer cool, so, dass man was in der Geschichte verändert und dann alles eskaliert. Ja. Alternative History ist. Ja, finde ich auch gut. Ja, genau. Hatten die ja schon mal bei Red Alert 1, ist auch schon Einstein in die Vergangenheit gereist und hat Hitler da aber umgebracht. Mhm. Oder? Genau. Ja. Ja, genau, da war es genau das gleiche. Und in Alarmstufe Rot 2 haben die es ähnlich gemacht. War so eine gute Idee, ist mal gleich noch. Die andere Timeline. Also in dieser Mission, die ist recht einfach, also wir müssen quasi hier einfach nur eine Verteidigung aufbauen und müssen warten. Also hier kann ich nichts machen, das ist so eine Time-Defend-Mission. Unten sehen wir den Timer, in 8 Minuten greift die erste Welle an und danach kommt nochmal eine zweite Welle. Das heißt, wir bauen einfach unsere Basis auf, holen ganz viele U-Boote, damit der Gegner auch nicht mal seine Basis selbst aufbauen kann. Und währenddessen erkunden wir ein bisschen die Map. Das Schöne, in Alarmstufe Rot 2 haben die sich halt Gedanken gemacht, okay, wie können wir die Steuerung verbessern? Und da gibt es halt Shortcuts, dann gibt es halt Patrouillen. Wenn ich immer wieder zurück an Tiberium Sun denke, wo es das nicht gab und wo man alles manuell machen muss, ist das halt doch schon viel, viel angenehmer im Speedrun. Ja, zum Glück haben die es bei den Remastered jetzt auch mit Shortcuts und so gemacht, die ganzen Teile, die neu dazugekommen sind. Sehr gut. Ja. Ich hab den auch alle Kampagnen von dem Remastered nochmal durchgespielt. Das war auch richtig cool. Ja. Bald vielleicht Speedrun? Es gibt, also die Community für den Remastered ist recht groß, muss man sagen. Und die haben auch andere Strategien, also eine, die kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die ich ziemlich cool finde. Man kann mit den Grenadieren quasi so einen Force-Attack machen, wo die angreifen sollen. Ja. Und was man dann macht, man sorgt dafür, dass es irgendwo in einer Reichweite ist. Und bevor die Granate loswerfen, sagen wir, okay, du greifst jetzt auf der anderen Seite der Map an. Dann fliegt die Granate auf die andere Seite der Map und tötet, wer auch immer da ist. Ja.
Also, so macht man das im Speedrun. Hab ich auch schon gesehen. Und ist gar nicht so schwer, der Trick, tatsächlich. Ja, der ist recht einfach. Ja. Nutzt man auch für viele Missionen, um quasi die direkt zu beenden. Also es gibt ja in Alarmstufe Rot in einer der Missionen, wo man diesem Spion hinterherlaufen muss. Und man hat seine Hunde und seine Einheiten. Ja, und dann nutzt man einfach die Granate, wirft die auf ihn, da ist tot und dann hat man direkt gewonnen. So, haben wir noch ein paar von hier. So, und jetzt, wie gesagt, müssen wir nur noch warten, dass der Gegner uns angreift. Wir wissen halt, ich habe den Fehler gemacht. Also, wobei, ich kann es halt noch fixen, das ist kein Problem. Wie gesagt, wir wissen halt, die greifen hier an, schicken deshalb ein paar von unseren U-Booten hier hin und positionieren die direkt. Das heißt, der Gegner spawnt und wird direkt erstmal abgeschossen. So, und die Strategie, die ich machen wollte, ich krieg's noch. Mal hier gebaut. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Energie. Ja, und was ich machen will, ist, später kommen ein paar Angriffsboote von den Alliierten und ich will dafür sorgen, dass die quasi direkt dieses Gebäude hier angreifen und nicht weiter zu meiner Hauptbasis hingehen wollen, wodurch ich die dann halt schneller eliminieren kann. So, und jetzt müssen wir nur noch warten. Genau, hier wollen wir das auch einmal richtig aufstellen. Das ist wichtig für später, weil da kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 5 oder 6 von diesen Luftkissenbooten. Und wenn wir die nicht schaffen zu zerstören, dann baut er halt eine Basis und das möchten wir nicht. Wir möchten gerne verhindern, dass er die Basis baut. Währenddessen werden wir natürlich angegriffen, das ist aber überhaupt kein Problem. Bauen wir einfach hier noch. So. Einmal unsere Einheiten hier hin. So, genau, da kommen jetzt die ersten Lufttruppen. Das ist überhaupt, aber auch überhaupt kein Problem. Wir warten einfach nur. Ja, weil die laufen automatisch hier hin. So. Einfach mal eine Reihe von U-Booten platzieren. Schaut mal gut aus. New rally point established. Aber das hat nicht geklappt. Also die ganzen Luftkissenboote sind einfach weggefahren. Oh. Schade. Ist aber auch kein Problem. Wir haben halt hier deshalb die beiden Häuser platziert. So, und der wichtigere Teil ist wirklich hier oben, dass wir dafür sorgen, dass der Gegner nicht seine Basis aufbaut. Sonst ist es im Großen und Ganzen kein Problem. Wir verlieren halt nur ein bisschen an Zeit. Unit ready. Und wie wir wissen, Speedruns, wir haben keine Zeit. Wir müssen schnell sein. Ist ja so viel einfach, wenn man auf die Zeit gar nicht achten muss, ne? Das Problem bei diesen Speedruns. Ja. Wäre aber dann auch nicht mehr so spannend. Ja. Halt eine andere Herausforderung. Unit ready. Also, gibt es so eine Gegenbewegung, so die Slowruns schon wegen? Genieß das Spiel. Schau dir in Ruhe mal den Abendhimmel an Game. Ich weiß ja nicht. Ich meine, es gibt einen Marathon. In einem Dark Soul Run hast du ja jetzt 3 Minuten rumstehen und rumgucken. Okay, fertig. Weiter geht's. Ich meine, es gibt ja auch Slow Food, ne? Weil man, ich muss jeden Bissen dann 40 Mal kauen. Besonders bei Super. Ich meine, es gibt ja auch den sogenannten Longathon. Also das ist ja ein Speedrun-Event, wo extra nur sehr, sehr lange Speedruns vorgezeigt werden. Oh, einer ist durchgekommen. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Das ist nämlich... Okay, wenn das nur der Tank ist, dann haben wir... ist das kein Problem. Aber wenn es wirklich der... MVC ist, dann haben wir ein Problem. Ah, Marien! Okay. Ja. Okay, ist okay. Ja gut, hier haben wir auch alles schon zerstört. Ich baue auch eine Kanone für alle Fälle. Ja, okay, wir brauchen jetzt das nicht mehr. Gib mir das letzte Geld. Unit lost. Cannot deploy here.
Are you sure? So, jetzt hast du eine Kanone. Okay. Ja, das sollte kein Problem sein. Na, schade. Ein paar Truppen sind durchgekommen, aber das ist halt kein Problem, wie gesagt. Wir können halt überall alles bauen. Ich darf jetzt nur nicht die Kanone sterben. Okay. Puh. Mission geschafft. Accomplished. Ah. Das sah ja jetzt kurz auch mal kniffliger aus. Aber im Grunde wahrscheinlich nicht. Aber nun kurz. Ja, ganz kurz. Also hier ist es okay, das ist kein Problem. Diese Mission ist ein bisschen... Die ist schon ein bisschen härter. So, und zwar haben wir halt kaum Sachen. Und wir müssen, was ich jetzt versuche, ist gleich mit den Hunden einen gewissen Trigger zu erhalten. Ah, das ist... die Hunde sollen nicht angreifen. Nein, ich brauche euch. Nein. Okay. So, was ich nämlich versuche... Okay. So, okay, was ich nämlich versuche, ist, dass ich ein paar Hunde gleich nach oben in den Trigger schicke, womit dann quasi ein Luftkissenboot kommt mit weiteren Einheiten. Währenddessen lasse ich meine Hunde hier, dass die quasi die gleich kiten. Oh, das hat nicht geklappt. Okay, dann versuche ich es nochmal. Ich schicke einfach alle Hunde rund. Mal gucken, stellt denn noch Turrets auf dem Fußballfeld auf? Sag mal. Okay, die haben einfach mal die Explosion getriggert. Na gut. Hast du denn noch Einheiten? Na okay, ein paar hast du noch. Ja, ich hab noch alles. Es ist okay. Okay, sah so aus. Aber das ist natürlich... Es ist nicht das, was ich vorhatte. Sagen wir mal so. So, aber ist auch kein Problem. Akt. Jetzt ist da, sind die Gegner hier halt weg. Das heißt, ich kann einen Hund hier rüber schicken und es sollte kein Problem sein. Genau, so, da habe ich jetzt mein Luftkissenboot und das schicke ich jetzt hier nach oben. Oh, die können sogar an Land. Die Luftkissenboote, ja. Konnten sie früher nicht. Echt? Also ich rede von dem Red Alert 1. Achso. Transporter. Ach schon, hast du nicht Rumble in the Bronx gesehen? Ja, natürlich. Nein. Oh, der Eiffelturm. So, jetzt haben wir halt den... Auch wieder die typische Alarmstufe Rot Story. Wir nehmen den Eiffelturm ein, packen Tesla drauf und auf einmal können wir alle mit dem Eiffelturm elektrisieren. Also das würde ich, genau das würde ich auch mit dem Eiffelturm machen. Mit Tesla oben drauf. Er hat endlich seine finale Form. Ja. Yeah. So, und ja, alles, was wir jetzt machen. Blitze für dich! Blitze for everybody! Sehr cool. Ja, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist nur noch warten, dass die Gegner hochlaufen. Deshalb habe ich mit meinen verrückten Ivans, die quasi Dynamit werfen können, meinen eigenen Turm zerstört und dann mein Infanteriegebäude zerstört. Denn der Eiffelturm zählt dann als mein Gebäude. Und sobald wir kein Gebäude mehr haben im Spiel, verlieren wir. Deshalb ist es wichtig, dass ich warte, bis ich das Gebäude verkaufe, sonst haben wir ein Problem. Mhm. So, jetzt. Der letzte. Und dann noch welche? Ne, müsste eigentlich alles sein. Ja, okay. Aha. Vor für Paris. Oh, ich würde mir jetzt wirklich gerne, ich muss mir nachher noch mal die ganzen Videos angucken. Jetzt habe ich irgendwie voll Bock bekommen. generell, ja, es ist so instant wieder da, wenn man es sieht, ne? Ja. Also. Ja. Und tatsächlich kriege ich jetzt voll Bock aufs Spiel. Also irgendwie macht's ja dann doch, ich meine, weil du spielst es ja auch so leicht, ne? Wenn ich dann selbst spiele, raste ich jedes Mal nur aus, weil eigentlich alles... Bei dem Remaster, ey, ich habe mich so durchgekämpft. Ich habe auch also, Remastered ein bisschen gecheased. Immer wenn es brenzlig wurde und die Gegner angegriffen haben, habe ich das Spiel ein bisschen langsamer gemacht, damit ich besseres Micro hatte. Nein, das geht doch. Also ich bin ja auch ein riesiger Fan von Strategiespielen und man muss ja auch sagen, dass es zu Alarmstufe Rot 2, auch wenn es jetzt so ein älteres Spiel ist, hat sich das meiner Meinung nach richtig gut gealtert. Also ich habe immer noch richtig meinen Spaß damit und es gibt ja auch die große CNCNet-Community, die dafür gesorgt hat, dass alle Spiele, also wirklich alle Command & Conquer-Teile im Multiplayer gefixt worden sind und dass man die noch weiterhin spielen kann. Also das... Auch gut ab dafür. Ja, EA alleine hätten das auf lange Sicht nicht unbedingt gemacht. Ja. Ich sehe leider nicht, wo ich gerade mein Gebäude positionieren muss. Aber es geht halt darum, dass wir jetzt hier
einmal die Hafenstadt zerstören. Und dafür haben wir halt ein paar Truppen. Also wir haben ein paar U-Boote, wir haben halt hier unsere Luftkissenboote und wir müssen halt jetzt alle, wie gesagt, alle Schiffe zerstören. Das ist halt... So, jetzt sehe ich auch was. Ups. So, und was ich jetzt versuche, ist quasi mit ganz billigen Conscript die KI rüber zu locken, dass sie quasi angreift. Und das machen wir ganz dumm. Wir gehen einfach hier ans Wasser und sorgen dafür, dass die uns angreifen. Also dann kommen alle Luftkissenboote, nicht Luftkissenboote, aber alle Schiffe der Gegner, so wie hier, und die können wir dann einfach Stück für Stück abschießen. Nice. Und dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist richtig gut. Und vor allem schnell. Die Gegner zu dir kommen ist immer schön, dann musst du sie nicht jagen. Genau. Dann bauen wir auch noch ein paar Verteidigungen. Und währenddessen hole ich noch mir eine Raffinerie. Oh, ich habe meine U-Boote verloren. Das ist nicht gut. Das ist echt doof. Okay. Ist kein Problem. Wir können noch immer drum herum bauen, aber ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich wieder. Moment. Aufklicken. So, bitteschön. Jetzt muss ich aber wieder dafür sorgen, dass ich erstmal Schiffe bauen kann. Natürlich doof. Okay. Aber wie gesagt, ich kann die ja immer noch hier locken, das ist schon mal ganz gut. Muss ich mir keine Gedanken machen. Raffinerie einmal bauen, ist egal. So, und jetzt, das ist halt das Schöne mit dem Build Anywhere Glitch. Also, in der alten Version, bevor es das gab, haben die Jungs einfach die Boote hier reingeschickt. Und versucht einfach alles zu zerstören mit drei U-Booten. Wenn das nicht geklappt hat, mussten die resetten. Das war einer der schwierigeren Missionen. Mhm. Und mit dem Build Anywhere Glitch ist es so, ja, kein Problem. Wir holen uns einfach eine Navi-Base da, bitteschön, und produziere einfach ein paar mehr U-Boote, ganz einfach. Also, macht halt wieder sehr angenehm. Position war leider nicht so gut, aber kann drumherum arbeiten. So, stellen wir einfach mal den Tesla Tower. So. Ja, aber wie gesagt, kein Problem, dauert jetzt noch ein bisschen länger. Ja, okay. So, okay. Und ja, wie gesagt, Mission ist, zerstöre alle Schiffe und dann hat man gewonnen. Und die können die U-Boote natürlich nicht angreifen. Genau. Das versuche ich so ein bisschen auszunutzen. Okay. Ja, normalerweise hätte ich zu diesem Zeitpunkt, wenn meine U-Boote nicht kaputt gemacht worden wären, schon drei geupgradete, das heißt, die würden doppelt schießen und schneller sein. Mhm. Hat leider nicht geklappt, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder neue Truppen bauen. Das macht es ein bisschen langsamer, aber ist auch kein Problem. Oh nein, er hat meine Navi zerstört. Na gut, dass ich einfach eine neue platziere. Also, überhaupt kein Problem. Okay, jetzt hat mein erstes U-Boot ein Upgrade, das ist ganz gut. Aber die Flugzeuge sind ein Problem, weil die jetzt leider geupgradet sind, aufgrund dessen, dass ich meine Truppen zu oft verloren habe. Mhm. Aber wie gesagt, das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, okay, jetzt habe ich mein super U-Boot und dann ist das kein Problem mehr. Okay. Da sind nur noch ein Boot und dann haben wir es auch. Und Units werden promoted, wenn sie Kills kriegen, oder wie? Genau. Ich weiß nicht, was die Anzahl ist von Kills, aber sobald die einen Kill gekriegt haben und irgendwie 10 Kills haben, kriegen die den ersten Promote und danach kriegen sie sofort den zweiten und haben dann spezielle Fähigkeiten, je nachdem, welche Einheit man hat. So, jetzt kommen wir leider zur langweiligsten Mission. Denn das ist eine 20 Minuten Auto-Defend-Mission. Wir können hier gar nichts beschleunigen. Das heißt, alles, was ich machen kann, ist nur
quasi dafür sorgen, dass wir eine gute Verteidigung haben und muss warten. Autoscroller. Ja. Genau. Willkommen in Autoscroller in einem RTS. Also. Mhm. Gibt's ja leider öfter bei RTS-Kampagnen. Ja, das ist auch wahr. Auf jeden Fall gibt es halt hier ein paar Sachen, die wir holen können. Das mache ich auch direkt. Es gibt einmal hier extra Geld. Dann hole ich mir direkt 4 Ingenieure und baue da, also übernehme da die Gebäude. Das ist wichtig. Und anschließend baue ich dann halt ganz viele Tesla-Troops und Flak-Towers, weil die sind super. Und kümmere mich währenddessen einfach um meine Echo. Also, dass wir da überhaupt kein Problem haben. Dass wir einfach nonstop Einheiten bauen können. Am Anfang ist es noch ein bisschen, sag ich mal, schwieriger, weil wir Fehler machen könnten. Da müssen wir halt drauf aufpassen. Aber ansonsten anschließend ist das kein Problem. Warum auch immer die das angreifen wollen. Also, es ist auch ganz komisch. Die Dinger bringen halt jedes Mal Geld. Ja, dann bauen wir noch ein bisschen. Genau, hier ist halt Geld versteckt. Deshalb schicken wir die Truppen da rein und wieder raus. Und jetzt haben wir das Problem, dieses Geräusch kommt die ganze Zeit wieder. Ist irgendein Bug im Spiel, aber ist auch kein Problem. Wir holen jetzt einfach. Wir zerstören es einfach selber, dann hat sich das Problem gelöst. Dann, da war noch was. Ja, ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel zu erzählen. Also, wie gesagt, wir müssen uns halt verteidigen. Dann ist irgendwann die Verteidigung vorbei und dann haben wir die Mission geschafft. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach wissen wollt, irgendwas bezüglich des Spiels, könnt ihr gerne wissen. Was man aufsparen soll, ne? I think we should send a few dogs to sniff out enemy spies. Why not? Unit ready. Incoming transmission. Something you should be aware of. General Carville has stationed a truck near one of our villages. He has been broadcasting capitalist propaganda in an attempt to turn our own people against us. Oh nein. Ach, diese alten Dialoge, aber wenn ich mir das angucke, muss man echt sagen, Hut ab an die Entwickler, die haben sich echt Mühe gemacht. Ja. Also, es sind auch teilweise gute Schauspieler mit bei, ne? Ja, bei den Cutscenes. Die haben ja irgendwann angefangen, wirklich dann auch Hollywood zu casten. Ja, nicht nur Entwickler, die zufällig auf dem Flur waren. Ja, oder zumindest, also die hatten schon von Anfang an so viele Fernsehschauspieler dabei, aber wenn du schon Udo Kier eben hier hast für Yuri, dann sind sie natürlich irgendwann dann komplett in der David Hasselhoff, Ric Flair-Ecke gelandet. Mit, ja, fand ich aber. War das Red Alert 3? Oder welches war das, was 2007, 2008 rausgekommen ist? Ja, Alarmstufe Rot 3. Ja, ne? Das war das, was alle als verrückt nannten wegen der Cutscenes. Also, genau, wo sie, ich erinnere mich da auch noch recht gut dran. Wo sie bewusst dann gesagt haben: Hey, selbst im Jahr, so Ende des ersten 2000er Jahrzehnts, machen wir FMV-Cutscenes. Ja. Und Präsident Hasselhoff wird keiner vergessen. Das stimmt. Hat man nicht. Ich fand das immer noch so witzig, dass sie dann die gleiche Story nehmen und sagen: Okay, wir gehen wieder in die Zeit zurück. Und machen das diesmal anders, sorgen dafür, dass die Alliierten nicht so übermäßig gewinnen und auf einmal kommen die Japaner dazu als neue Fraktion. Also es ist irgendwie so dieses komplett Verrückte an Command & Conquer. Was ich aber deshalb so liebe. Ja. Ja, schade, dass da nicht mehr so ultra viel jetzt, also wir haben natürlich die, die ganzen Remaster gehabt jetzt in der letzten Zeit, aber irgendwie EA hat nicht so viel Interesse dran gehabt. Die haben es ja mal mit Mobile versucht zwischendurch, glaube ich. Ne? Ja, aber die sollten doch eigentlich einfach nur denselben Stiefel weitermachen, weil irgendwie, es hat doch funktioniert, oder? Ich erinnere mich gerade an dieses schreckliche Browser-Game, was es auch noch gab. Ja. TNC. War nicht gut. Ja. Ich muss sagen, du könntest heute wahrscheinlich, also ich meine, Strategie ist ja umso größer geworden, wenn du dann die Dotas und die Leaks und so weiter da alle hast, ne? Mhm. Also warum hat da kein C&C irgendwo einen Platz? Absolut, die Leute mögen das ja sehr, immer noch, zeigen ja die Speedruns, aber auch, also wenn man das Remaster gespielt hat, hast du auch ganz viele Leute im Chat gehabt, die das alles total gefeiert haben, also die haben alle gute Erinnerungen dran. Ja. Nostalgie ist ja nun mal auch ein wichtiger Part so vom Gaming, also ich sehe keinen Grund, das nicht weiterzuführen, aber jede Entscheidung von EA kann ich nicht nachvollziehen. Und jetzt, wo Blizzard anfängt, alles zu verhauen, da kann die EA doch mal was richtig machen. Jetzt könnten sie mal, ne?
Naja, die Leute, die RTS-Leute von Blizzard haben ja schon eine eigene Firma gegründet und arbeiten gerade an einem RTS, meine ich jedenfalls. Frost Giant heißen die? Heißen die? Ich glaube Frost Giant oder irgendwie so. Ist halt eine... Hört sich auch ähnlich an wie Blizzard, so Frost Giant. Und die machen angeblich ein RTS. A la StarCraft. Frost Deft. Habe ich auch so in Erinnerung. Ey, da freue ich mich drauf. Ja. Ist gut. StarCraft 2 war halt das letzte von denen und wird mal Zeit für ein neues, richtig geiles. Das ist auch schon jetzt 15 Jahre her. It's about time. Hell yeah. Der findet aber toll auch die isometrische Ansicht. Die können sie gerne wieder auch nochmal schön in High Def jetzt. Also, das du kannst ja auch die Übersicht mehr alles machen. Ne? Ja. Allem. Ja, ist halt schade, aber ich, wie gesagt, ich freue mich halt immer, wenn ich dann auch so alte Spiele wie jetzt Command & Conquer nehme und die sind halt immer noch gut, also in einem guten Zustand, würde ich sogar sagen. Ja. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja die Command & Conquer Community, also CNCnet, und die haben, wie gesagt, jedes der alten Spiele gefixt, sodass man das wieder im Multiplayer spielen kann. Also Balancing, ist, meinst du? Genau, Balancing. Die haben eine eigene Community, die haben auch Preispools, wo man Geld gewinnen kann. Also auch richtig E-Sport-mäßig sind die unterwegs. Und ich habe das auch nur erfahren, aufgrund dessen, dass ich gestreamt habe. Und auf einmal jemand aus der Command & Conquer Community reinkam und meinte so, oh hey, ne, wir haben das hier per Zufall gefunden und wir sind alles hier Pro-Gamer, die dann auch auf Turnieren spielen. Und dachte mir auch so, okay, das ist natürlich richtig cool. Mhm. So, habe ich nicht erwartet. Dann gern mal nicht den Blick, wenn man das nicht aktiv verfolgt, ja. Ob da was passiert oder nicht. Was ich auch maximal ergänzen würde, ist, also wenn ich mich an C&C zurückerinnere, das Schöne ist heute mit Widescreen-Monitoren, mit hoher Auflösung und so weiter, also ich habe das auf einem 17 Zoll Röhrenmonitor in 1024x768 gespielt, das heißt, ich habe eine Briefmarke gesehen. Das ist eigentlich auch wirklich das beste Feature daran, wenn man es neu machen würde, dass du einfach eine Übersicht hast, die vorher völlig gefehlt hat. Du könntest die Maps dadurch ganz anders bauen auch. Naja. Ja, hilft ja nichts. Fun Fact, wo ihr das jetzt genannt habt mit der Auflösung. Ich spiele das Spiel zum Beispiel auch in 1920, deshalb sieht das so gut aus, weil einfach die Leute eigene Fixes gebaut haben und gesagt haben so, hey, ihr wollt das spielen? Klar, kein Problem, hier, bitteschön. Das funktioniert auf der neuesten Maschine. Gute Community. Ja. Und wie gesagt, jetzt spielen wir so ein bisschen Tower Defense, also es gibt wirklich... Es gibt nichts zu tun, bis auf dass wir warten müssen. In 2 Minuten kommt der nächste Angriff. Wir wissen ungefähr, wo die Gegner spawnen. Deshalb baue ich hier einfach meine Flotten und packe sie in den Guard-Modus. Das heißt, die greifen alles automatisch an, was jetzt in den Weg kommt. Macht es halt wieder einfacher. Ich habe mich immer gefragt, warum das Guard-Modus heißt. Ich weiß es nicht. Gab's schon in den ersten Teilen. Da musst du es einfach nur G drücken und... Ja, die greifen halt alles an, was auf dem Weg ist. Mhm. Aber warum heißt es Garden Mode? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es. Ist das Garden wie Garten oder ja. Garden wie Bewahren? Nee, Garten. Ja. Garden? Unit. Warte, das gucke ich jetzt nach. Hier. Ja, Guard. Nee, wir beschützen. Nee, war Guard? Ja, Guard. G-U-A-R-D. Okay. Oh. Bei den Alten meine ich, es hieß Garten. Das ist eine deutsche Fehlübersetzung. Das vielleicht kann das auch sein. Jemand falsch übersetzt. Peter, was heißt Garten? Ja, Garten. Meinst du Garten? Na, du hast ja auch, du erntest ja auch das Tiberium mit deinem Sammler. Also ja, vielleicht habe ich im Garten. Wurde ich auch nur falsch informiert. Einheit bereit. Die angegriffen, also. Kein Problem. Oh. Also. Ja, genau, in dieser Mission gibt es auch Spione. Deshalb muss ich ein paar Hunde haben, die dafür sorgen, dass die Basis nicht infiltriert wird. Aber ansonsten passiert ja auch nichts Großartiges mehr. Wie gesagt, glaub, sind hier eigentlich die Sammler smarter, als man es normalerweise gewohnt ist? Oder fahren die immer noch
in die Gefahr rein. Ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade sagen, definiere Smarte, also nein, sie sind es immer noch nicht. Okay. Nee. Die gehen halt zu dem nächsten Punkt und was dann passiert ist, die gehen dann halt zu der Raffinerie und wenn da zwei Sammler schon warten, denken die sich nicht, ah, ich gehe jetzt zu dem anderen, der gerade frei ist und neben ist. Nein, 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 die warten alle auf den gleichen Platz. Und dann hast du fünf Sammler, die nichts tun, weil du warten musst. Das ist so, ah, warum? Das habe ich so im Arbeitsvertrag. Ja. Fällt dir nicht fürs Denken bezahlt, sondern das hat schon in C und C1 geklappt. Das sollte hier auch gehen. Ja. Das ist die berühmte Oder liegt was Süßes KI. Ja. Für mehr bin ich nicht gut. Unit ready. Wie gesagt, jetzt schicke ich nur ein paar Truppen hier und da, baue ein bisschen Verteidigung. Ach ja. Das ist echt nervenvoll für jeden Speedrunner. Ich sehe schon. Ja, das Ding ist nämlich, nach dieser Mission kommen die schwierigen Missionen. Das heißt, wenn man bis dahin einen guten Run hatte, dann wartet man 20 Minuten, dann hat man die nächste Mission. Man macht Fehler. Ja. Run vorbei. Nochmal durch die 20 Minuten Autoscroller. Nice. Kann man halt nichts machen. Unit ready. Changing position. New rally point established. Unit ready. Ungefähr hier werden gleich welche spawnen. Waiting order. Location moving. Natürlich das Schöne, wir wissen ja die Position, wo Gegner auftauchen werden, deshalb bereiten wir das Ganze vor und dann heißt es nur noch abwarten und Tee trinken. Unit ready. Unit ready. Hält auch gerade auf. Ich habe mich gewundert, warum ich so wenig Ressourcen kriege. Das heißt, ich habe vergessen, meine Miner zu bauen. Aber es ist halt auch kein großes Problem. Checking connection. Ist die eigene KI manchmal immer noch so blöd wie früher, dass du teilweise Leute in der Base hast, die werden beschossen von anderen Leuten, aber bewegen sich nicht? Ja. Haben wir immer noch, ne? Haben wir immer noch. Das ist nämlich das Ding, das wusste ich auch nicht. Deshalb hast du den Guard-Modus. Ja. Wenn du die in den Guard-Modus stellst, dann greifen die alles in einem gewissen Umkreis an. Deshalb wähle ich auch manchmal einfach nur Truppen aus, drücke G und dann sind sie im Guard-Modus. Wenn ich das hier zum Beispiel nicht mache, dann würden die keinen angreifen und die Gegner spawnen hier. Das heißt, die würden sich einfach alle massakrieren lassen und das ist natürlich richtig dämlich. Ja. Deshalb mache ich das auch hier, wähle einfach ein paar aus, mache G, zack. Jetzt spawnt da jemand, dann fahren die alle hin, greifen den an und gehen wieder. Ja. Dann muss ich die wieder zurückschicken. Dann mache ich das wieder. Und dann heißt es abwarten. Ah ja, okay. Ah, das ist das Schöne, die Sammler bei den Sowjets haben halt ein Turret. Das heißt, man muss sich da keine Gedanken machen. Das hätten sie sich mal vorher überlegen sollen. Ein paar Turrets auf die Sammler machen. Ja. Mein Sammler hat zum Beispiel einen Rank-Up gekriegt, weil er so viele Gegner besiegt hat. Das ist natürlich auch cool. Nice. Also der sammelt da nicht schneller, aber er ist halt stärker. Ein Sternchen drauf auf der Wagentür. Die Sammler sind immer so voll automatisiert. Oder ist nach der Lore da irgendwie so ein Techniker immer drauf, um zu gucken, ob das funktioniert? Ich glaube, da sitzt schon immer jemand drin, oder? Ja. Aber der ist halt nicht sonderlich smart, würde ich jetzt sagen. Der drückt nur auf den Knopf dann immer. Das sind die, die zu doof waren, eine Waffe zu halten. Sogar. Ja. Und die dürfen dann in den Sammler fahren. Aber es würde erklären, warum die Sammler so blöd sind und immer warten, weil ja, KI. Das ist auch die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ich habe leider nur rechts abbiegen gelernt in der Fahrschule. Das Komische ist, dass sie es ja bis zum Ende scheinbar nicht geschafft haben, die mal irgendwie gut zu machen. Also dabei sollte man meinen, das ist doch gar nicht so schwer, aber wer weiß. Ich mein, das kann natürlich auch ein bisschen was Bewusstes sein, wenn du deinen Zuglook machst. Auf einmal hast du auf einmal, wo kommt das ganze Geld her? Na, jetzt kann ich so viel bauen, dann wird es auf einmal trivial. Ich meine, Fun Fact, ich habe ja meine Bachelorarbeit geschrieben und das war ein Real-Time-Strategy-Game, was ich einfach mal selber gebaut habe. Und da habe ich zum ersten Mal auch, eins der allerersten Dinge, die ich gemacht habe, war eine Sammler-KI zu bauen, damit die quasi automatisch alle sammelt und klug ist. Das war schon, also es ist nicht schwer, das zu machen. Man muss halt nur ein bisschen überlegen, ein bisschen rumfuchsen, das hat mich auch eine Woche gekostet, dass die klug war. Hab dafür nicht mal Bonuspunkte gekriegt, also hätte ich mir das auch sparen können.
Aber ich muss sagen, das war eine coole Erfahrung, mal selber so eine Sammler-KI zu schreiben und zu gucken, wie das Ganze funktioniert und was man beachten muss. Mhm. Zum Beispiel hatte ich dann auch diese Raffineriestation, wo die dann hingefahren sind. Dann habe ich halt geguckt, so okay, welche sind gerade besetzt, welche sind nicht besetzt, kann ich da gerade das ablagern? Sind dann halt hingefahren automatisch und haben dann einfach geguckt, was sind die nächsten Sammelplätze? Lohnt sich das da hinzugehen? Ist da ein Gegner dazwischen? War schon eine schöne Spielerei, wenn man das alles bedenkt. Ist halt nur die Frage, ob man sich die Zeit dann auch nimmt, das da rein zu investieren, weil das Schwierigste war immer noch das Balancing, die KI und dann das Ganze vernünftig aufzubauen. Würde ich aber nochmal machen. Dann speedrunst du deinen RTS hier. Freunde von mir haben das schon gemacht, also ich muss es selber nicht mal machen. Ah, okay. Also du hältst nicht mal den Weltrekord in deinem eigenen Spiel. Ne? Was ist denn das hier? Peinlich. Schrecklich. Der hat echt mit einer HP überlebt. Ja, aber der wackelt auch ordentlich. Nein, bleibt hier. Unit ready. Er kommt nochmal zurück. Na, traut er sich was? Ich hab das Glück gepachtet. Na, ja. Doch nicht. Jetzt ist aber bald fertig, oder? Der Autoscroller müsste jetzt in den letzten Minuten sein. Richtig. Also der Timer ist auch weg. Das heißt, jetzt kommen noch ein paar Angriffe, wo die dann reingeworbt werden. Und sobald das dann passiert ist, haben wir es auch hinter uns. Und dann kommen die etwas schwierigeren Missionen, wie gesagt. Also, das wird dann noch spannend. Aber hier gibt's wirklich nichts zu tun. Das Gute aber dafür ist, wir haben dann die zwei Autoscroller-Missionen hinter uns. Jetzt ist halt nur warten angesagt. Genau, da werden die nächsten reingeworbt. Das heißt, hier werden auch welche reingeworbt. Genau. Hier oben müssten auch gleich welche kommen als letztes. Ja. Unit ready. Checking connect completing, sir. Yes, unit ready. Unit ready. Insufficient funds. Na? Okay. Unit. Ich glaube, da kommen noch gleich ein paar Flugzeuge. Dann haben wir's. Ich kann mich selbst nicht mal erinnern, was passiert, weil man einfach so lange warten muss. Vehicle reporting. Unit ready. Unit ready. Waiting orders for the Union. Structure garrison. Unit ready. Na? Bleiben die denn? Ah, da ist der nächste, das ist der letzte Timer, ja. 2 Minuten 40. Ach ja. Da war ja noch was. Ein bisschen, das heißt, hier kommen gleich noch ein paar Lufttruppen. Kann hier noch ein bisschen was hinstellen. Aber ist schön. Quasi ein Tower Defense. Ein Einheitenlimit gab's hier noch nicht, ne? Nein. Man kann so viel bauen, wie man will. Gut. Gab's, glaube ich, noch nie bei Command & Conquer, ne? Solange die CPU aushält oder so, ne? Ich meine, das war es wirklich nicht. Also auch in den neueren Teilen. Meine ich mich nicht ändern zu können, dass es ein Einheitenlimit gab. Man konnte so viel produzieren, wie man wollte. Mhm. Also klar, irgendwann leckt das Spiel, vor allem bei den Todesanimationen. Ansonsten. Ich glaube, das war auch einer der Sachen, wo ich meinen Spaß hatte, als ich dann immer im Singleplayer zu Hause als Kind noch allein gespielt habe. Dann habe ich immer nur einen Einheitentyp gebaut und einfach die Map voll gemacht. Ja. Das hat Spaß gemacht. Dann kam einer mit einem Flammenwerfer an und alle waren tot. So in etwa. Ja, genau, da kommt die letzte Angriffswelle. Die haben es echt nicht hingekriegt. Schade. Unit ready. Unit ready. Waiting order. Genau, das ist ein Spion.
Unit ready. Ready, Comrade. Unit ready. Changing position. Unit ready. Unit ready. Rubber shoes in motion. Insufficient funds. Checking connection. Rubber shoes in motion. Unit ready. Oh. Unit. Das ist safe, das ist safe. Unit promoted. Unit ready. Unit promoted. Okay, da kommen noch ein paar. Ah, okay, geschafft. Oh. Sehr gut. Okay, jetzt kommt die schwierige Mission. Jetzt hat quasi Yuri uns verraten. Es ist so ein Kampf gegeneinander. Ja. Und jetzt machen wir hier halt einfach mal Yuri Platz. So. Das ist jetzt eine der cooleren Missionen, weil hier machen wir quasi einen. Also, hier wäre die Strategie schneller, wenn ich nicht den Build Anywhere Glitch baue. Nutze. Ich mache den aber, wie bereits erwähnt, weil es safer ist. Und dafür gibt es halt eine ganz einfache Strategie, dass wir quasi einfach hier einen Turret bauen, das Gebäude zerstören und dann anschließend unsere Truppen da rausholen. So. Währenddessen versuche ich meine Mammut-Tanks hier oben hochzuschicken. You are a fool, General. Yuri is playing you like a puppet. You will never capture General Vladimir. Unit lost. Never. So, wenn das Gebäude gleich zerstört worden ist, dann kann ich quasi ein Infanteriegebäude innen platzieren. Our base attack cannot deploy here. Construction complete. Unit lost. Unit lost. So, und jetzt hole ich mir mal hier schnell ein paar Tesla-Troops. Unit lost. Bau dann hier nochmal gleich was hin. Ah, verdammt, der ist in der Range. Ah, ein gerade. Turm. Ja, da ist ein Problem. Wie gesagt, machen jetzt hier schnell die Mauer kaputt. Und dann können wir das Gebäude von hinten angreifen. Unit ready. Electrode ready. Going commencing shock. On hold. Charging up. Unit ja, und jetzt. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Gebäude zerstören. Ja. Wie gesagt, es wäre schneller, also die nicht Build Anywhere Glitch Route wäre, dass wir quasi mit den Tanks hier reinfahren. Wir würden alle Elektro, also alle Power Supplies zerstören und anschließend dann einfach hier reinfahren und mit den Mammut Tanks das Ding kaputt machen. Ist natürlich halt schwieriger, weil viel mehr Truppen und viel mehr Gegner auf dem Weg laufen. Mhm. Ach, und wenn man halt den Tank verloren hat, dann ja, darf man es nochmal machen. Oh, diese Mission ist auch eine spaßige. Wir müssen nur den Präsidenten einmal mind-controllen. Dafür haben wir 3 Juris. Und wir müssen hier auch vorsichtig sein, wenn wir weil die haben überall Snipers. Oh. Schöne Katze. Listen to me, you Soviet scum. You can root around all you want, but you'll never find me. And you'll never take me. You call yourself a general? We're laughing at you, Red. Es ist so gut, es ist... We see about aber that. Ja. 2 Minuten später. Es ist General Heinke. Ihr Vollidiot. Ja. Es gibt natürlich eine richtig krasse Strategie. Die hat mir einer der Runner gezeigt, aber die würde ich auf gar keinen Fall machen. Und zwar kann man einen Yuri in das Fahrzeug reinstellen. Was man dann machen kann, ist, man kann dieses Fahrzeug hier in die Mitte der Snipers reinstellen. Mhm. Das Fahrzeug explodiert, tötet alle und dann muss man halt sofort auf den Präsidenten klicken, damit man den quasi kontrolliert und dann hat man gewonnen. Okay. Und wenn man das dann halt hinkriegt, spart man. Schafft man das Ganze in 10 Sekunden. Ja. Aber ist auch dementsprechend sehr, sehr schwierig. So, jetzt so, ich denke. Okay, geschafft. Nice. Sehr gut. Das Problem an, da ist nämlich, da sind wie gesagt viele Sniper und da sind auch die Türme und die würden einen sofort umbringen. Das heißt, ich habe nur 3 Versuche mit den Juris. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann ist vorbei. Your forces need to invade the Allied base and take over their battle line. Get an engineer in there. So, jetzt kommt auch einer der etwas schwierigeren Missionen.
Aber ich habe meine Alignment mit dem Build Anywhere Glitch, dann sollte das kein Problem sein. Beispiel in dieser Mission ist es interessant, im Vergleich zur alten Strategie machen wir was Ähnliches, nur dass wir quasi nicht mit diesem Luftkissenboot unser Hauptgebäude hier in die Ecke bringen und eine Basis bauen und versuchen uns Stück für Stück hier hoch zu erobern, sondern indem wir einfach mit dem Build Anywhere Glitch direkt eine Basis vor dem Gegner bauen. So, bitteschön und jetzt geht's los. Let's go! Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir das Gebäude nicht verlieren. Währenddessen baue ich mehrere, weil wie in den anderen Command & Conquers, je öfter oder ich kann sogar hier bauen. Warum geht's um? So, mal kurz machen. Wie in jedem anderen Command & Conquer gilt auch hier, je öfter wir das gleiche Gebäude bauen, umso schneller kommen die Einheiten raus. Richtig. Und wir brauchen gleich noch ein paar Raketen, Rocket Troopers. Und die können wir dann halt schneller produzieren, indem wir einfach das so machen. Also. Und dann blockieren wir einfach hier den Weg. Dann später kommt ein Harvester hier durch, also ein Sammler. Mhm. Und der würde meine Einheiten überfahren, das möchte ich nicht. Das können die gut, die Harvester. Ja. Ich habe auch zu wenig Conscripts. Nö, der ist echt da stecken geblieben. Okay, natürlich dumm gelaufen. Aber ist auch kein Problem. Und ein paar mehr. Das kann ich auch machen. Ja, wie gesagt, das Problem ist, was heißt Problem, aber ich muss halt den Ingenieur hier nach oben schicken. Mhm. Wenn dann halt Türme da sind, werden die halt sofort massakriert. Ja. Das möchte ich ja nicht. Aber ja. So, ein Turm ist gleich down. Komm, noch ein bisschen. Ja, perfekt. Jetzt nur noch den zweiten, das heißt, ich kann jetzt meinen Engie rausholen, dann haben wir eigentlich das hier auch geschafft. Wie gesagt, dann nochmal was holen. So. Einmal rüberschicken, einmal das zerstören. Ah, ist gut, dass du nur einen Ingenieur brauchst. Ja. Genau, es gibt ja die Variante, wo man mehrere bauen muss, was zu erobern, aber in diesem Fall brauchen wir es nicht. Aha. So. Hier kommt jetzt auch eine schöne Strategie, wie gesagt, Build Anywhere. Ich kenne ungefähr das Layout. Das Ding ist, diese Insel ist super hart bewacht. Das heißt, selbst wenn ich... Oh, das war schön. Selbst wenn ich die Location kenne, muss ich halt jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich hier was bauen kann. So. So. Okay. So. Und jetzt die Strategie zur alten Route ist auch nicht anders. Wir bauen jetzt ganz viele Rocketeers. Und dann gehen wir einfach zur Wetterkontrollstation und zerstören die. Fertig. Und wie gesagt, wir haben halt viele von den Infanteriegebäuden gebaut. Das heißt, wir haben jetzt ganz schnell diese Rocketeers und können direkt angreifen. Cool. Ja, genau, das ist es halt. Die können fliegen, deshalb sind die so gut. Aber wie gesagt, die Basis hier ist stark bewacht. Aber das Gute ist, die Wetterkontrollstation hat nicht viel Leben. Das heißt, wir können da einfach reinrushen und haben es dann hinter uns. Nice. Genau. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass es schnell geht. Okay. Ja, sah hart bewacht aus mit 4-5 Türmen. Was willst du da bewachen? Wir haben, nur fürs Wetter. Allein diese Mission mit diesem Build Anywhere Glitch haben wir fast 2 Stunden geroutet, weil wir nicht wussten, was ist die schnellste Variante. Am Ende haben wir erstmal so eine Hybridstrategie gehabt, wo wir dann einfach die alte Strategie mit der neuen Strategie verbunden haben. Das heißt, wir haben einfach die Basis unten erobert und haben dann einfach die Flugzeuge gebaut. Das hat sehr lange gedauert, bis wir dann rausgefunden haben, okay, oben rechts bei der gegnerischen Basis sind wir recht sicher. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können einfach einen Turret bauen, sehen dann die Position, weil die einfach nur ein Feld kostet und können dann anschließend unsere Kaserne hinbasteln und sind dann safe. Okay. So, auch diese Mission wieder recht witzig, stark bewacht, auch einer der schwierigeren Missionen. Und was wir mal einfach machen ist, wir bauen hier einen Turret hin, reparieren den und sind gut. Ich kann so schnell genug reparieren, ey. Ja.
Ich habe ihn leider nicht richtig positioniert. Ich wollte den hier auf diesem, in dieser Ecke haben. Weil da wird dann, da ist er out of range, genau. So, und jetzt wird er nicht, ich weiß leider nicht, welches Gebäude ihn angreift. Aber er wird von irgendwo angegriffen. Mhm. Aber kriegt halt nicht so viel Schaden. Ja. Und jetzt warten wir. Die alte Strategie auch recht cool. Wir würden einfach hier nach Norden mit unseren Panzern gehen und hier einmal im Süden und würden einfach alle alle Powerplants zerstören und dann kann man einfach reinfliegen. Also mit den, wie heißt denn die? Mit den Kiros. Okay. So, letzte Mission. No, schon. Oh. Yep. Incoming Transmission. Wie gesagt, die längste Mission ist der Autoscroll. General, I must warn. Ein Drittel. The atmosphere could be our undoing. The first step is a swift naval assault. Das Spiel ist abgestürzt. No! Ist okay. Ist okay, ich habe gesagt, das ist ein Showcase. That never happened before. Ich meine, das ist halt ein altes Spiel, von daher ist okay. Wir verzeihen. Und es ist von EA. Ja, krass. Ja, aber die Zeit läuft noch weiter. Ja, da ist das kein Problem, wie gesagt. Wie gesagt, ich habe ja alles vorbereitet. So. Zeit läuft weiter, Regie. Zack, zack. Ich muss das teilen. Moment. Lass es mal laufen. Entschuldigung, danke schön, bitteschön. So, jetzt habt ihr wieder. Ah, alles gut. Alright. Construction complete. So. Cannot deploy here. Cannot deploy here. Ah, okay. Gut, das ist super falsch, aber ich weiß, wo ich bin. Ja. Sold. Das heißt, hochgehen. Cannot deploy here. Cannot deploy here. Okay, ja. War auch falsch, aber building. Jetzt haben wir die Position. Das ist alles okay. Building. Also, wir müssen jetzt halt die Chronosphäre zerstören. Und die ist halt hier auch wieder stark bewacht. Und wir werden das wieder natürlich auf Command & Conquer Art machen. Wir werden einfach ganz viele Conscript bauen. Also die billigste Einheit und können damit dann einfach recht schnell den Gegner besiegen. So, währenddessen so. Ganz schnell Einheiten spammen. Let's go. Ja, und währenddessen bauen wir einfach weitere Baracken, damit die Produktion schneller ist. Unit ready. So. Unit ready. Komm schneller, schneller. Construction complete. Keine Zeit. Ist ein Speedrun. Unit ready. Okay. Unit gut aus. Ready. Unit ich glaube, ich kann noch eine Baracke unit bauen und danach ready. Muss ich aufpassen, weil ich habe nicht so viel Geld. Unit lost. Unit ready. Okay, die greifen. Ich kann auch schon angreifen, das ist kein Problem. Unit lost. Unit ready. So. Unit lost. Ja, und jetzt muss ich nur noch. Das ist auch interessant. Normalerweise können die nicht durch die Mauern schießen, aber aufgrund irgendeines Bugs können die halt diagonal schießen und dann kann ich die Tower hier erreichen. Okay. Auch wieder ganz gut für mich. Dass es denen auch völlig egal ist, dass da so ein Gebäude von dir steht. Ich finde das auch immer wieder witzig. Da steht ein Gebäude so, was machen wir damit? Ja, nee, das passt schon. Das ist Deko. Das war, müssen das war schon da. Denkmalschutz. Yeah. Ist draufgeklebt auf die Tür. Also mir hat man gesagt, ich muss nur dieses Gebäude beschützen. Was da passiert, juckt mich nicht. Schöne Chronosphäre. Aber wenn sie eine Chronosphäre haben, warum reisen sie dann nicht in die Vergangenheit und killen den General, der ihnen solche Probleme macht? Ich wollte keine wirkliche Antwort. Hast du den Plot von Command & Conquer 8? Ja, genau. Aber das hätte ich gern gesehen. Irgendeine Form von, wo man so angegriffen wird aus der Zukunft oder so. Okay. Und Zeit. Nein. Zeit! Oh, sub eine Stunde. Sehr gut. Unter eine Stunde. Oh, trotz Absturzes. Selbst mit dem Absturz.
Die paar Sekunden rechne ich natürlich noch drauf, wo wir kurz angehalten haben. Ah, ja, aber ist okay, ich bin damit zufrieden. Unter einer Stunde. War ein guter Run, sehr unterhaltsam. Definitiv. Mal wieder. Ja. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, das einzige Nervige ist halt nur die Verteidigungsmission. Mhm. Ansonsten, ab davor und danach ist es halt so ein Mix aus alten und neuen Strategien. Das macht es halt so interessant. Mhm. Übrigens, Tobi's Brain. Also, bremst dich denn diese Mission in der Mitte dann aus, häufiger so den Run zu machen? Oder ist es so, okay, du nimmst es in Kauf? Weil du hast ja gesagt, manchmal kann es sein, dass die Missionen, die danach schwieriger sind, die den Run kaputt machst, du wieder von vorne anfängst. Weil das kann ja schon ein ziemlicher Block sein, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich finde es immer noch interessant, dadurch, dass ich auch noch nicht die Allianzroute geroutet habe. Da hat sich einer der Runner einmal hingesetzt und hat geguckt, wo man das nutzen kann, hat aber jetzt noch keinen wirklichen Nutzen gefunden. Und bei der Sowjet Kampagne haben wir unglaublich viel gefunden, wo wir Zeit sparen können. Also der Run ist auch von 59 Minuten auf fast 50 Minuten runter reduziert worden. Also ungefähr 10 Minuten konnten wir dadurch einsparen, nice. Was ziemlich cool ist. Heißt aber nicht, dass wir es nicht weiter optimieren können. Also wie gesagt, bin ich mal gespannt. Aber soweit ist das erstmal alles gewesen. Ja, ja, irgendwann müssen wir dann auch mal die komplette Reihe in einem Run, so wie diese Dark Souls No-Hit-Run. Bring ihn nicht noch auf Gedanken. Ja. Übermorgen steht er wieder hier. Wie viele gibt es denn? Es gibt Tiberium Sun, den allerersten, dann gibt es Alarmstufe Rot 1, dann gibt es Tiberium Dawn, das war der erste, Entschuldigung, Tiberium Sun ist der dritte. Ja. Dann gibt es Firestorm, dann kommt noch Alarmstufe Rot 2, dann kommt Yuris Rache, dann kommt Alarmstufe Rot 3, dann kommt Kane's Wrath, dann kommt noch 4, wobei 4 möchte ich gar nicht erst anfassen. Und, was mit Generals? Zählt Generals? Ah, Generals gibt's ja auch noch. Ja, zählt Spiele, ist doch kein Problem. Und ja, und du musst Renegade auch noch spielen, obendrauf. Stimmt. Und das Browser, okay. Ist das das Browser-Ding? Nein, es ist der Ego-Shooter. Das Ego-Shooter, ne? Ja, ja, okay. Kennst du eigentlich diesen, da gibt's ja so ein Fan-Projekt auch für diesen Ego-Shooter, also quasi Command Conquer Universum. Echt? Ja, ja, habe ich schon ein paar Mal gespielt. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ist nicht das Offizielle, aber es ist quasi besser. Besser als dieser Ego-Shooter. Natürlich, wurde von Fans gemacht. Ja, ja, es ist halt echt, ne? Ja. Wie gesagt, dass die Fan-Community ist ja sehr aktiv da drumherum. Hoffen mal, dass EA das dann auch so sieht. Also hast du jetzt neben Red Alert 2 und Age of Empires 2 irgend noch ein anderes Sequel von dem Strategietitel, das du gerade spielst? Die 2 ist anscheinend immer wieder ganz vorne dran. Ja. StarCraft 2 war ja auch kurz in der Entwicklung. Ja, als nächstes also, dann. Würde ich mich freuen. Wie gesagt, das hatte ich ja mal schon einen Ausblick, wo ich mir gedacht habe, so, oh, StarCraft 2, den Speedrun zu lernen, wäre ganz cool. War dann aber nicht so interessant und der war auch recht lang. Also, wie gesagt, das war damals noch recht neu geroutet und mit 3 Stunden, dann dachte ich mir so, ah, ich gucke mal, ja, vielleicht nee, später. Das vielleicht nicht. Das ist, das ist vielleicht dann doch zu lang. Einmal durchspielen, 3 Stunden. Aber guck doch mal, wo der Stand ist aktuell. Ja, ich habe neulich Wings of Liberty Run gesehen, geht unter 3 Stunden. Mittlerweile 2, 2,5 oder so. Ist das Wings of Liberty? Also StarCraft 2, aber ach ja, ohne Erde und so. Okay, genau. Alright. Aber wir können euch da draußen schon mal sagen, wenn ihr gerne auch StarCraft 4 ran wollt, erstmal programmieren und dann könnt ihr euch bewerben bei speedrandale@rocketbeans.tv. Ansonsten könnt ihr direkt auch bei Sia Bescheid geben, @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Und Heinki, wir sagen dir schon mal danke. Wenn, glaube ich, noch was von dir sehen, aber mal nicht Strategie. Wobei, strategieren muss man immer dabei. Ja. Strategie, strategisch. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Nee, Moment. Abschieden wollte ich nicht. Aber geht auch. Danke dir und wir sagen euch allen Tschüss. Bis dann. Bis dann.